Bei der Begegnung gegen den Lüneburger SK Hansa wurde er Spieler des Spiels, Sven-Sören Zöpfgen. Gespielt hat er diesmal in der Innenverteidigung. Ich habe auf einer anderen Position diesmal gespielt, weil Nicolas Serra sich kurzfristig nicht so gut gefühlt hat und mich der Trainer da hinten reingestellt hat. Für mich war es nicht schwierig, auf dieser Position zu spielen. Ich habe auch letzte Saison schon in der Innenverteidigung gespielt, jetzt da eher im Zentrum, aber diesmal als linker Innenverteidiger. Und ich denke, ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt und die Sache anständig gemacht. Hatte natürlich auch viel Unterstützung von meinen Nebenmännern, die mich da immer auch gestellt haben, auch von hinten raus. Und wir haben viel miteinander gesprochen. Von daher war es relativ einfach da für mich, auf der Position zu spielen. Gegen die Eintracht Norderstedt geht es am kommenden Wochenende weiter. Mit der Mannschaft haben die Kehdinger laut Zöpfgen noch eine Rechnung offen. Ja, richtig. Letzte Saison im Rückspiel haben wir 3-2 verloren. War sehr eine sehr unglückliche Niederlage. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, weil ich kurz vor Schluss eine rote Karte kassiert habe und die dann letztendlich auch zum Elfmeter für Norderstedt geführt hat. Ja, deswegen freuen wir uns natürlich auch, jetzt in Norderstedt spielen zu dürfen. Die sind, glaube ich, irgendwie 3 Punkte oder so vor uns. Von daher wollen wir natürlich da auch wieder was mitnehmen. Natürlich, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir dreifach punkten. Ja, aber ich gehe da eigentlich ganz entspannt an die Sache. Ich mache mir jetzt keinen Druck auf, nur weil ich jetzt im letzten Spiel da irgendwie zur Niederlage beigetragen habe. Am Sonntag gibt es dann die Chance, dieses Mal mehr rauszuholen. Eine Einschätzung der Norderstedter? Schwierig zu sagen. Ich sag mal so, wir wissen, dass Norderstedt eine sehr spielstarke Mannschaft ist, auch vor allem auch in der Offensive, dass sie da gute Leute haben. Aber wir haben auch gezeigt letzte Saison, dass wir gegen Norderstedt mithalten können. Von daher, wir brauchen uns gar nicht verstecken. Wir müssen einfach so weitermachen, wie wir jetzt die letzten Spiele angegangen sind. Das haben wir sehr gut gemacht. Vor allem, dass die ganze Mannschaft miteinander gesprochen hat auf dem Feld. Wir haben uns nach jeder Situation, die gut war, angefeuert, gepusht. Und auch von außen, von den Auswechselspielern, die haben uns von außen sehr stark gemacht und angefeuert. So muss es weitergehen. Und klar müssen wir da die Grundtugenden von vornherein wieder abrufen, wie es so ist. Und wenn wir das alles machen, dann können wir da auf jeden Fall was mitnehmen. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr in Norderstedt.